Wir steigen ein in das letzte Spiel des Tages. VfL Osnabrück, Entschuldigung, nein, Hamburg SV gegen Schalke 04. Und man merkt, der Tag ist lang. Die Schalker eben ja mit einem furiosen Start. Dem 7:2 Sieg gegen Osnabrück. Und jetzt der Auftritt gegen die Hamburger, die in ihrem ersten Spiel. Und 3:3 gegen VfB Stuttgart spielten. Torwart der Schalker, Ivan Gebonic, hat übrigens Geburtstag. Ein zweiter Sieg würde ihn sicherlich freuen. Für alle, die morgen früh von Anfang an dabei sein möchten, heißt es Wecker stellen. Um 8.30 Uhr beginnt die erste Partie am Sonntagmorgen. Und dann geht es natürlich nochmal richtig zur Sache. Wir haben heute schon tollen Fußball gesehen, aber morgen geht es dann nochmal zur Sache. Apropos zur Sache, das geht auch bei Schalke 04. Denn die treffen hier zum 1:0 in Person von Jonathan Kissing. Morgen dann die letzten Vorrundenspiele und dann geht es los mit den Achtelfinals und dann wird das Tempo nochmal richtig angezogen. Und dann geht es wirklich darum, wer kommt weiter, wer schaltet aus und ja, der Ehrgeiz dieser Jugendspieler ist wirklich außerordentlich hoch. Einstein hier an der Bande, da wurden von Schiedsrichter Christian Westermann vom FC Lübeck. Nächster Abschluss und das 2:0 für die Blau-Weißen. In Person von Justin Nice. Schalke führt mit 2:0. Und beweist seine starke Form. Aus dem ersten Spiel. Wir haben vorhin schon bei den Schalkern draufgeschaut. Wer hat früher hier beim Privy Cup für die Blau-Weißen gespielt? Das war Manuel Neuer, Julian Draxler, zwei Weltmeister, Max Meyer und noch viele mehr. Herbst war etwas zu lässig hier. Auch die Vita bei Hamburger SV kann sich sehen lassen. Maximilian Beister, mittlerweile bei Mainz 05 aktiv. Alex Meyer, der Torschützenkönig der Bundesliga. Arthur Frankfurt. Hanno Behrens, Nürnberg. Levin Etzunali, der Enkel von Uwe Seeler, war hier in Lübeck. Yannick Sternberg, der Profi vom SV Werder Bremen. Und auch Jonathan Tah, der Profi bei Bayern 0 für Leverkusen, der mittlerweile Stammspieler auch in der Champions League ist.
Also schon unglaublich, was für prominente Namen hier in Lübeck unterwegs waren. Schöne Drehung nochmal gespielt, aber der Ball dann über dem Tor. Justin Nice. Justin Nice, einer der beiden Top-Torschützen der Schalker, wenn man das dann so sagen kann. In der Westfalenliga läuft sich unbedingt rund. Siebter Tabellenplatz, 15 Punkte. Und mit Top-Torschützen meine ich dann Nice mit 3 Saisontoren in 11 Spielen. Zeit auch so ein Problem der Schalker vielleicht in dieser Saison. Torausbeute. Beute. 16 Tore nur erzielt. In 11 Spielen. 22 kassiert. Viel Arbeit für Stefan Schmidt, den Ex-Trainer vom SC Paderborn Energie Cottbus. Der zurückgekehrt ist in den Jugendbereich, das schon große Erfolge hatte. Ist deutscher Meister im U19-Bereich mit dem VfL Wolfsburg geworden. Ballverlust wieder auf Hamburger Seite. Aber zu zweit vereint bekämpft man sich das Leder wieder. Knapp 8 Minuten vor Ende des ersten Turniertages. Immer schön freigespielt. 3-1 Überzahl, aber wer braucht Überzahl? Wenn man den Ball einfach unten rechts reinzimmert. Voller Abschluss. Durim Wirst. Schalke schwingt sich also auf zu einem der Turnierfavoriten am heutigen Tage. Mit Hamburg, was ist mit dem Hamburger SV? Wollen wir uns da ein bisschen mit beschäftigen? Ich hab's vorhin schon erzählt. Schwerer Saisonbeginn. Rudolfo Esterbahn, Kat Ozo war der Trainer. 6 Spiele in Folge verloren. Dann die Trennung. Jetzt ist Achim Pfeifel da. Bilanz dadurch positiver. 3 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen für ihn. Das heißt immer noch Abstiegsplatz. 10 Punkte für den HSV. Aber der Turnaround scheint geschafft. Nur in diesem Spiel kommen sie nicht richtig zur Geltung. Haben kaum Offensivaktionen. Lassen nach hinten recht viel zu. Mit den Schalkern hier in den ersten 9 Minuten dieser Partie auf jeden Fall unterlegen. Auch jetzt, wenn es mal die Möglichkeit gibt für den HSV, die übrigens ihre Spitzenspieler Fiete Arp und Itzhak Isla, beides Nationalspieler, hier nicht mit der Trikotnummer angegeben haben. Wenn sie das vielleicht ein paar Scouts, die natürlich auch hier in Lübeck immer wieder unterwegs sind, das im Unklaren lassen wollen. Das ist nur eine Vermutung. Die beiden müsste man aber etwas an der sonnengebräunten Haut erkennen, denn sie waren gerade im Trainingslager in La Manga. Und es gibt 2 Minuten für einen Hamburger.
und auch für einen Schalker. Die beiden haben hier ein kleines Wortgefecht geliefert. Und das heißt, wir haben jetzt Platz auf der Platte. Das heißt jetzt 3 gegen 3. Eine Menge Raum. Übrigens, wenn jetzt eine Mannschaft ein Tor kassiert, darf nicht aufgefüllt werden. Anders als wenn nur eine Mannschaft von der Zeitstrafe betroffen ist. Das heißt, es bleibt jetzt 2 Minuten lang beim 3 gegen 3 plus Keeper. Ich werde jetzt nochmal die Möglichkeit für den Hamburger Sportverein zu Torgelegenheiten zu kommen. Aber auch das wieder uneffektiv mit der Hacke. Nette Idee, aber zielführend ist das nicht. Top-Torschütze der U16 mit 6 Toren. Corbin Bock übrigens nicht im Kader. Dafür aber Ole Wohlers, der zweitbeste Schütze. Mit immerhin 3 Treffern in dieser Saison. Ein guter Abschluss, Abpraller, aber der Ball geht dann rüber. War nicht ganz einfach, Dropkick. Und wieder die Schalker. Auch das wieder. Weiter Ball nach vorne, aber nicht wirklich zielführend. Waren für Bonic jetzt mit dem Ball. Nächster Versuch der Schalker. Hamburg und Schalke haben jetzt aufgefüllt und genau in diesem Moment, wo die Hamburger eigentlich Überzahl hatten, zumindest im Defensivbereich, trifft Ahmed Kutucu zum 4:0 und macht damit wohl endgültig den Deckel drauf. Für Schalke 7:2 gegen Osnabrück, jetzt 4:0 gegen Hamburg. Das kann man mal so machen. Das Ding ist noch nicht aus, 2,5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Aber jetzt kommt der HSV immerhin durch Erolend Krasnici zum Ehrentreffer, zum 1:4. Es wäre noch Zeit, 2 Minuten für 3 Tore. Das wäre jetzt kein völliges Weltwunder. Allerdings wirkt dafür Schalke hier noch zu souverän. Aber wir warten es ab. Da sind sie wieder am Ball. Bill Kluger jetzt am Ball. Schalke sehr aktiv, sehr körperlich in den Duellen. Aber jetzt nochmal die Chance. Aber das war dann auch wieder ein schwacher Abschluss. Da war wesentlich mehr drin. Ganze Körperhaltung. Nicht wirklich gut. Dieses Tor hätte ich schon gebraucht, um hier wirklich nochmal so etwas wie Spannung in dieses Spiel zu bekommen. Wir nutzen die Zeit, weil er die letzte Minute anbricht, uns schon mal zu bedanken für die Aufmerksamkeit am heutigen Tage. Wir haben gehört, es holperte etwas in der Technik ab und zu. Wir hoffen, dass jetzt alles zum Ende funktioniert hat. Wir hoffen, es war gute Unterhaltung. Wir haben tollen Fußball gesehen, aber natürlich noch die Einladung für morgen, während hier Schalke mit Umut Yildiz den alten 4-Tore-Abstand wiederherstellt. 5:1 für Schalke. Natürlich wird morgen nochmal eine Schippe draufgepackt. Wir werden nochmal mehr Aktionen sehen, nochmal mehr Action, nochmal mehr Spannung, weil es dann einfach in die K.O.-Phase gehen wird. Und wir dann die Frage beantworten, wer gewinnt den Freeway Cup 2016. Morgen, wie gesagt, ab 8.30 Uhr nonstop Fußball bis in den Abend hinein. Ihr seid herzlich eingeladen zu klicken. Wir würden uns sehr freuen. Wir wünschen jetzt gleich noch einen schönen Samstagabend. Und freuen uns einfach auf den morgigen Tag mit viel Action, vielen tollen Spielen.
und was zu einem genialen Höhepunkt zum Abschluss hier. Justin Leisner mal mit dem Lupferversuch, aber auf die Latte. Hier zum Ende dieses Tages. Wieder nice. Weißt du, Schalke? Sekunden auf der Uhr. Ein Problem mit der Uhr. Ab jetzt gilt es nach Uhr nach Schiedsrichter Westermann. Er hat die Zeit im Blick. Gut, dass es hier im letzten Spiel passiert ist. Aber auch das werden wir noch umschiffen. War nice. HSV nochmal mit der Gelegenheit. Schade, fast quer gespielt. Abpfiff. Schalke gewinnt mit 5:1. Schönen Samstag. Wir sehen uns oder hören uns morgen früh. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.